die einfach nur eine andere Perspektive auf Unternehmen wirft. Und das ist die zentrale Idee. Und wenn Sie diese Karte hier anschauen, dann sehen Sie oben das ganz normale Unternehmen, was Business macht. Und Business, da gibt es eine berühmte Definition, ist dazu da, um Geld zu verdienen. Und genau in der Mitte sehen Sie, dass ein Unternehmen viel mehr leisten kann. Es gibt nun Unternehmen, die leisten sich, viele Unternehmen, die leisten sich Corporate Social Responsibility. Sie tun was auf der lokalen Ebene, auf der nationalen Ebene, sie tragen was zu Kindergärten bei, sie tragen etwas zu lokalen Initiativen bei. Und das ist eine sehr sinnvolle Art und Weise, wenn Unternehmen sich am sozialen Leben beteiligen. Einen Schritt weiter geht das Ganze dann, wenn es ein Social Responsible Business ist, so könnte man es nennen, nämlich wenn es eine integrierte Corporate Social Responsibility hat. Integriert heißt hier, es ist nicht nur ein Annex der Tätigkeit, wo man auch einmal etwas Gutes tut, sondern es ist in den Kern der Strategie und der Prozesse des Unternehmens integriert. Und wenn ich bei Unternehmen schon sitze, dann darf ich sagen, die Otto-Gruppe, der Otto-Versand ist eines dieser Unternehmen, welcher in den 80er Jahren bereits angefangen, unterhalb der Wahrnehmung zu sagen, wir stellen alle unsere Prozesse, alle unsere Einkaufsanstrengungen, vieles im Unternehmen vollständig um auf ökologische und soziale Prinzipien. Und das ist integrierte Corporate Social Responsibility. Das ist sicher ein nächster Entwicklungsschritt. Und dann sehen Sie, fangen die Social Entrepreneurs an. Und die Social Entrepreneurs, das können Unternehmen sein, die gegründet werden, um einen sozialen Zweck zu erreichen, aber trotzdem noch eine finanzielle Rendite für ihre Investoren verdienen wollen. Social Impact Business, der Begriff. Sie merken, diese ganzen Begriffe werden sehr unterschiedlich verwendet. Es sind Kategorien, die Lebensvielfalt ist größer, aber es lohnt sich einfach hinzuschauen, was für Entwicklungschancen da drin stehen, wenn man von der zentralen Idee eines Social Business von Mohammed Yunus ausgeht. So, das Social Impact Business, Sie finden in dem wunderbaren Heft, was die neue Zeitschrift, das war Diallo initiiert hat, finden Sie einen Beitrag über die Ethical Property Company. Ein Unternehmen, wo Leute Geld einbringen, dafür 3 oder 4% Rendite bekommen, damit werden Häuser renoviert nach ökologischen Prinzipien und soziale Initiativen bekommen Raum für ihre Anstrengungen zu einer vertretbaren Miete. Das ist ein typisches Social Impact Business. Das Problem, es gibt nicht genug Räume für diese Initiativen zu angemessenen Preisen. Die Lösung, ein Unternehmen, es gibt Rendite, aber es gibt Rendite unterhalb der Gierschelle. Im Zentrum Social Business. Und jetzt sehen Sie, worum kommt es noch an, die Entwicklungsmöglichkeit von der anderen Seite. Die klassische Entwicklungszusammenarbeit wurde immer gesehen als eine Möglichkeit, Probleme zu lösen. Gerade Probleme vergehen 2/3 der Menschheit, von denen der Spiegel sagt, sie verdienen die volle Integration. Und wir haben in vielen Fällen gesehen, dass das nicht die Lösung ist. Es finden sich auf der anderen Seite viele individuelle Aktionen und Projekte, es finden sich die bekannten Nichtregierungsorganisationen und Charities, die auf ihre Art und Weise versuchen, soziale Innovationen voranzutreiben. Und da lautet eben die Idee, dass es von der Mittelpunkt ausgeht, von Social Business ausgeht, vielleicht eine sehr gute Idee ist, auch hier unternehmerisch zu denken. Damit sich von einem Non-Profit zu entwickeln, zu einer partly sustainable Organisation. Ich darf ein Unterfangen, das ich selber mitgegründet habe, BetterPlace.org, als Beispiel nehmen. BetterPlace ist eine Plattform im Internet für soziale Projekte weltweit. Und natürlich wollen wir nicht, wir haben am Anfang mit Fördergeldern von Sponsoren und unseren eigenen Mitteln angefangen, aber wir wollen natürlich nicht ewig von solchen Donations abhängig sein. Und insofern haben wir versucht, ein Businessmodell aufzubauen, was es uns ermöglicht, zunächst mal teilweise unser Geld einzuspielen und dann irgendwann mal zu einem Social Business zu werden, einem volltragenden Unternehmen. Und damit sehen Sie die Entwicklungsrichtungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich immer mehr einer unternehmerischen